Meine Freunde, es gibt einen gegrillten Lauch mit Steinpilz-Aprikosenbutter. Und das ist wirklich eine Gotteszutat. Und ich zeige euch mal, wie man wirklich aus so einem Lauch wirklich ganz was Besonderes machen kann. Anders, wie ihr es vielleicht kennt. Also das ganz grüne Abschneiden, nicht wegwerfen. Da kann man für die Suppe was machen. Oder man gibt es der Katze oder so. Bernd hat eine Katze. So, also, den wunderschönen Lauch, das ganz grüne abschneiden, den Wurzelansatz abschneiden, aber ihr müsst schauen, dass die Wurzel noch dran bleibt. Den Lauch habe ich auch vorher gewaschen. Und jetzt brauchen wir Folgendes. Ein kleines Stückchen Butter. Die Butter in der Pfanne schmelzen. Dann die geschmolzene Butter, pass mal auf, die kommt dann hier auf ein Backblech mit dem Lauch. So. Einmal, zweimal und jetzt die geschmolzene Butter auf den Lauch. So, reichlich. Schön einpinseln. Und jetzt kommt das Ganze bei 250 Grad Grilleinrichtung, 35 Minuten roundabout in den Backofen, dass der richtig schön braun wird. Ich zeige euch das mal. So, also, ich habe es natürlich vorbereitet. So, der kommt einmal hier rein. So, und so schaut er aus. Okay, der ist richtig verbrannt, aber ich zeige euch das gleich, wie das weiter funktioniert. Der kommt runter. Und jetzt diesen verkohlten Lauch, ja, der ist ja verbrannt, einmal in der Mitte halbieren. Und hier auch noch. Der ist butterweich. Und diesen weichen Lauch jetzt in schäumender Butter anbraten. Wenn der Rand, die äußeren Blätter zu braun sind, könnt ihr die einfach abziehen. Aber das bisschen Braune, schmeckt so geil. Das hat so einen ganz tollen Röstaroma-Touch. Okay, seid ihr bereit? Jetzt in die Pfanne wieder Butter. Und die Butter schmelzen übrigens. Komm Bernd, ich zeig das schnell. In love. Ich bin einfach in Liebe. Ja, das ist wirklich echt was absolut Besonderes. Pur Gemüse zum Niederknien. Anders, wie man das vielleicht kennt. So, in die schäumende Butter kommt rein. Ich habe Steinpilze im Supermarkt gekauft, die ein bisschen einweichen. Und zu den Steinpilzen kommt Panko-Mehl dazu, also Panko-Brösel. Und diese Panko-Brösel lasse ich in der Butter etwas rösten. Dann kommt der Lauch hier mit dazu, der wird auch nochmal angebraten. So, und das Ganze jetzt schön auf Temperatur lassen, ja, dass die Panko-Brösel ein bisschen Farbe bekommen, die Steinpilze geben schön ihr Aroma ab. Und dann lasse ich dem Ganzen so ein bisschen Farbe geben. Okay? Zwischenzeitlich. Und hier Aprikosen. Und es sind Soft-Aprikosen, die nicht geschwefelt sind. Ja, geschwefelt sind die leuchtend gelben und die leuchtend orangefarbenen. Die wollen wir eigentlich gar nicht. So, das kommt hier dazu. Und jetzt, wenn das Ganze so ein Stückchen Farbe hat, sind wir da eigentlich schon fast fertig. Eine ganz wichtige Zutat. Meersalzflocken. So Fleur de Sel. Da kann ruhig ein bisschen was dazu. Und wenn das Ganze so einen Hauch Farbe hat und die Brösel leicht braun werden. Der Lauch hat sowieso diesen Flame-Charakter. Ja. Puh, riecht das geil. Das Ganze, was ich hier mache, ja, kann ja als Hauptgericht auch fungieren oder eben auch als Beilage. Und jetzt den angebratenen Lauch raus. Zack. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie geil das ist. So, drei Stangen. Herr Kameramann, siehst du das gut? Ja, ich sehe das. Boah, das ist geil. So, und obendrauf kommen diese Brösel, also dieses Panko-Mehl, dieses asiatische Paniermehl, ist jetzt crunchy. Ja, die Steinpilze und die Aprikosen geben so einen tollen Touch dazu. Und jetzt ganz zum Schluss, und dann ist der Applaus bei euch, kommt so ein bisschen Aprikosenkonfitüre noch drauf. Jo. Oh Gott. Hey, Bernd,
Gemüse zum Niederknien. Gemüse zum Niederknien. Komm noch mal kurz her. Dann geben wir vielleicht noch so ein bisschen Bio-Orangenschale drauf. Ganz fein schneiden. Ja, das bringt noch mal so, ja, so einen leicht frische und so einen bitteren Charakter mit rein. Das ist fertig. Meine Lieben, ich mache jetzt mal Blitzrezepte so ein bisschen anders. Ja, einfach mal vielleicht nur Gemüse pur. Gemüse zum Niederknien. A la Christian Henze, ihr müsst das nachmachen. Schreibt es in die Kommentare. Das ist echt geil. Habt ihr noch nie gemacht. 250 Grad Lauch, volles Rohr. Guten Appetit.